Jetzt erstmal ein Eierlikörchen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Hallo und herzlich willkommen bei Janas Hot Kitchen. Ja, die Osterzeit rückt immer näher. Da habe ich mir für euch eine kleine Osterserie überlegt, die ich euch nach und nach zur Verfügung stellen möchte. Heute fangen wir an mit dem Eierlikör, selbstgemachten Eierlikör, der darf natürlich nicht fehlen. Und für ungefähr 350 Milliliter benötigen wir 4 Eier, 110 Gramm Puderzucker, ca. 110 Milliliter Sahne, dann 110 Milliliter weißen Rum, dann eine halbe Vanilleschote. Als Alternative könnt ihr auch Vanillezucker nehmen oder eine Vanillepaste nehmen. Müsst ihr mal schauen, im Supermarkt gibt es in der Backwarenabteilung so eine kleine Tube. Dann benötigen wir ein Stück von einer Tonkabohne. Fangen wir an. Als erstes wollen wir die Eier trennen. So. Das Eiweiß bitte nicht wegschmeißen, denn das braucht ihr noch. Daraus macht ihr euch super leckere Schneewittchentörtchen. Das Video findet ihr auch schon unter meiner Playlist. Das verlinke ich euch dann nochmal entweder hier oder da. Genau. Machen wir weiter. Nee. Die Vanilleschote. Dann ein ganz kleines Stück von der Tonkabohne. Die Haut ein bisschen abholen. So. Und dann mit dem Mörser zerkleinern. Es ist wirklich nicht viel, da die Tonkabohne so intensiv ist. Das schon mal schnell verrühren. So, jetzt könnt ihr das sehen, dass die Vanilleschote auch gut verteilt ist, nicht mehr ein dunkler schwarzer Punkt, nur noch die kleinen zwischen sind. So wollen wir das haben. Jetzt kommt der Puderzucker dazu. Milch. Das war jetzt Sahne, sieht nur aus wie Milch. Dann der Rum. Ja, der Arm fällt mir gleich ab. Folgt mir mal darüber zum Wasserbad. Und jetzt kommt unsere Mixtur auf das Wasserbad. Achtet bitte darauf, dass das Wasser die Schüssel nicht berührt. Und jetzt so lange rühren, bis das leicht sämig wird, aber das zeige ich euch dann. Ja, jetzt ist der Moment, wo ich sagen würde, wir sind fertig. Wie das sehen,
leicht sämig, genauso wie es sein soll. Dann sehen wir uns gleich drüben. So. So. Korken drauf. Ja, dann würde ich sagen, gönne ich mir schon mal einen Lütten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Geil. Frohe Ostern für euch. Hier kommt die Einkaufsliste. Bis bald und ciao, ciao. Ach, wegen der ganzen Trinkerei habe ich glatt vergessen. Bitte hinterlasst mir einen Kommentar, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. So, jetzt aber tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.